könnte jetzt mit einem französischen Revolutionsspruch anfangen. Ich lasse es aber einfach sein und wir starten einfach so mit Resistance 3, dem letzten Thema im Podcast. Haben wir zusammen im Koop durchgespielt, komplett. Es war die Hölle. Und Resistance ist ja nun schon eine Reihe, die eine Weile besteht, nie so wirklich zu den AAA-Titeln gehörte. Konnte aber Double-A vielleicht. Ja, aber konnte sich nie neben Gears zum Beispiel beweisen. Obwohl es schöne Spiele waren, ich muss sagen, ich habe den ersten erst vor kurzem gespielt, den konnte ich nicht mehr so richtig genießen. Du meintest aber auch, er hat einen unglaublich schlechten Anfang. Ja, also Teil 1 hat einen furchtbar sachständischen Anfang. Das ist, da kommt man ganz schwer rein und da wird erst nach einer Weile richtig lustig. Es war sowieso, Resistance hatte schon immer so ein bisschen das Problem, Spielfluss und so war nicht so gut, Spielerheranführung war nicht so gut, Spieleranleitung war nicht so gut und so. Eigentlich, was Resistance immer gut gemacht hat, war so gewisse Atmosphären aufbauen, gewisse Momente generieren und Waffen. Das waren die Sachen, die Resistance immer gut gemacht hat. Resistance spielt in den 50ern, ne? Und es gibt so ein Virus der Chimera, also der Aliens, der sich Logos auf der Erde verbreitet und die Leute halt so mutieren lässt. Und im Endeffekt ist es auch so eine Art Alien-Invasionsgeschichte, nur ein bisschen deprimierender vielleicht schon. Ja, es hat ein bisschen, es baut wirklich größtenteils diese, ich sag immer ganz gerne Terminator-Stimmung dazu, diese, wo Leute in den Untergrund getrieben werden und sich in solchen Tunneln und provisorischen Bauten irgendwie in Resistance-Zellen, in Widerstandszellen organisieren müssen und so. Und das hat man hier auch. Und vor allem Resistance 3 ist erstaunlich charaktergetrieben, jetzt auch als Story, denn es geht um Joe. Und nur um Joe. Und es geht wirklich nur um Joe. Warum wir das gerade so komisch sagen, erklären wir gleich. Joe und ich habe ehrlich gesagt, eine Sache, die ich nicht mitgekriegt habe, ist, warum eigentlich nur Joe? Also, keine Ahnung. Also Joe hat, und das ist jetzt ein fetter Spoiler für Leute, die den zweiten Teil noch spielen wollen und für die Story wichtig ist, also weghören. Joe hat, und das wird gleich am Anfang des Spiels erklärt, also bitte uns nicht schlagen. Also Joe hat... Nathan Hale gekillt am Ende von Teil 2 und Nathan Hale war der Held der ersten beiden und der hatte irgendwie Antikörper oder so, keine Ahnung, was waren da, weißt du das? Der war auf jeden Fall immun. Ja, der hatte eine Chimera-Mutation, sodass er Selbstheilung hatte und sowas, was auch diese Mechanik erklärt mit der Selbstheilung. Und die haben irgendwie ein Serum aus seinem Blut dann gewonnen und bla. Ich muss sagen... Ihr merkt, die Story hat uns nicht so... Die Atmosphäre, die baut es ja richtig schön auf, aber erzählen kann das Spiel nicht gut, beziehungsweise das, was es erzählt, ist halt total bescheuert. Also da fässt du dir ständig an den Kopf. Ja, also wirklich, es ist schön, so irgendwie diese Leute, diese Verzweiflung und ja, und dann schmieden sie Pläne und so weiter und so fort, aber wirklich kurz vor dem letzten Akt des Spiels kommt Joe auf die Lösung, wie sie die für ewig platt machen und wir saßen beide vor der Konsole und dachten uns... Wow, das ist der lämste, das ist die lämste Idee seit Spider-Man 2, wo diese unendliche Energiequelle gelöscht wurde, indem sie in den Fluss geworfen wurde. So dumm war die Idee, weil sie basiert im Wesentlichen nur auf der Idee, lass uns das doch mal einfach kaputt machen. Ja. Das ist erstaunlich. Nee, also die Story hat uns beide nicht mitgerissen, Atmosphäre und Design schon eher. Und wie gesagt, Joe. Und nur Joe, denn wir haben das im Koop gespielt und das war sehr witzig. Tom spielte Joe und ich spielte John. John ist ein anderer Typ. Man hat keine Ahnung, wer John ist. Keine Ahnung, aber der Witz ist, dieses Spiel ist überhaupt nicht auf Koop ausgelegt, in mehrerlei Hinsicht, komischerweise. Wir haben Splitscreen-Koop gespielt und in allen Zwischensequenzen haben die Leute immer solche Sachen gesagt wie Joe, oh, zum Glück geht's dir gut, Joe, genau. Du musst uns helfen, Joe, das hast du wirklich gut gemacht. Joe, ich komme zurück, um dich zu retten. Richtig. Und Leo sagt dann immer, und was mit mir? Genau, und was ist mit John? John hat doch auch geholfen. Es ist in anderer Hinsicht auch nicht auf Splitscreen ausgelegt, denn es ist teilweise ein bisschen unpoliert, die Grafik. Vor allem ist es manchmal sehr dunkel, sehr unübersichtlich, so ein bisschen, es hat so Aspekte, die so ein bisschen Survival-Horror-mäßig sind und spätestens da nervt der Splitscreen auch ein bisschen. Das Schlimmste ist, dass Resistance 3 ist ein recht knackiges Spiel. Es hat ein paar Passagen, die sind richtig schwer, was auch an den vielen verschiedenen Gegnertypen liegt, die teilweise richtig gut sind. Und was man sich da gewünscht hätte, wären so Medipacks, die man aufnehmen und horten kann,
weil es gibt nur diese grünen Dinger, die auf dem Boden liegen und die nimmst du halt direkt ein. Ja, also das muss man sagen, es hat nicht so eine Selbstheilung, wie genau. Die meisten Shooter das heutzutage haben. Und es hat auch kein Deckungssystem oder so. Es ist halt ein Run-and-Gun-Shooter, der aber trotzdem auf Medipacks basiert. Und zwar Medipacks nur, die rumliegen. Das muss man wissen, in Duke Nukem 3D gab es ein Medipack, was man mitnehmen konnte. Aber seitdem hat sich die Mechanik offenbar nicht mehr durchgesetzt. Denn nee. Resistance 3 hat kein Medipack, was man mitnehmen kann. Ist ein bisschen furchtbar, ehrlich gesagt. Ja, na dadurch kommt es halt oft dazu, dass jemand tot ist. Dann muss der andere hin, ihn wiederbeleben. Und manchmal klappt es halt nicht. Und, ja, also wie oft wir uns gegenseitig angebrüllt haben, weil wir irgendwie ausgeblutet sind. Ansonsten hat Resistance 3 ein Gunplay zum Niederknien. Also das ist... perfekt, würde ich schon sagen. Die Waffen fühlen sich alle fantastisch an und sie sind auch alle unglaublich gut designt. Also es sind die größten, sind größtenteils von Teil 2. Ja. Mit irgendwie einer Neuerung oder sowas, aber super, mit Level-Up-System und unfassbar motiviert. Ja, also das langweiligste im Waffenarsenal ist wahrscheinlich die Schrotflinte, die einen Granatwerfer dran hat, oder die Standardwaffe, die Bullseye. Und die ist, also das müsst ihr euch mal überlegen, eine Waffe, die eine Zielsuchfunktion hat, ist in diesem Spiel schon langweilig, ja. Weil die anderen Waffen einfach besser sind. Eine Zielsuchfunktion auf mehrere Ziele. Ja, ja. Also es ist alles super lustig. Unsere beide Lieblingswaffen sind, glaube ich, oder vor allem deine, der Magnum. Der Revolver. Die Magnum, weil die halt... Kugeln verschießt, die du dann auf Knopfdruck zum Explodieren bringen kannst. Was auch für einen sehr schönen Story-Moment super. Sorgt, den wir an dieser Stelle nicht spoilern wollen. Aber das ist, also das ist wirklich sehr gut. Ansonsten ist, also es macht auch einfach Spaß. Das Trefferfeedback ist sehr gut. Wenn du die Chimera abknallst, die haben erstens eine schöne. Brutal, ja. Ja, es ist brutal, sehr. Aber die haben eine schöne Physik, wenn sie da irgendwie durch genau. Die Gegend fliegen, die zerplatzen. Du kannst ihnen hinten diese Röhren, diese Gefäße auf dem Rücken anschießen und dann explodieren sie. Oder es gibt ja so Jumper-Aliens, meistens Sniper, die halt so große Sprünge machen und immer von ihrer Position wechseln. Und denen kannst du das Ding halt auch kaputt schießen und dann zischen sie so durch die Gegend, weil ja, sie stürzen halt ab. Richtig, und das, wie gesagt, verbunden mit diesen tollen Waffen. Ich sag mal, auch eine unserer Lieblingswaffen, der Atomizer. Es ist richtig. Einfach so eine Blitzkanone, die aber als Zweitfeuerfunktion so eine Art kleines schwarzes Loch generiert, wo die super. Drumherum wirbeln. Super. Das ist alles, das macht unheimlich Gaudi. Und dann X-Granaten-Varianten und was weiß ich nicht alles. Und teilweise kann das Spiel richtig gut inszenieren. Ja. Teilweise kann es auch richtig scheiße inszenieren, aber es gibt so ein paar Stellen, da sind man zum Beispiel auf dem Zug extrem cool gemacht. Die Zugvariante ist sehr gut. Das im Boot, diese genau. Eine Szene, wo das ist Boot, auch das, was man aus vielen der Trailer schon kennt. Also insgesamt Story und so kann man alles in die Tonne kloppen, aber reines Gunplay, Gameplay, das sitzt. Richtig. Das ist das Wichtigste. Das, Atmosphäre ist gut und einen letzten Ratschlag, wie gesagt, auch nochmal ohne Spoiler. Freut euch nicht aufs Ende, sondern genießt einfach das Gameplay, genießt einfach den Moment bei diesem Spiel, denn wenn ihr euch aufs Ende freut, dann werdet ihr eventuell enttäuscht. Ist nämlich nicht so toll gelungen. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden damit. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es mir schön gekauft hätte, aber ich würde sagen, zumindest eine Ausleihe mit einem guten Freund irgendwie, so ein paar Tage, ist das ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja. Dann sind wir auch fast durch. Letztes Mal haben wir euch ja eine Quizfrage gestellt. Dieses Mal gibt es eine Frage, aber kein Quiz. Eine Quizfrage, die nach circa 9 Minuten ja, richtig, korrekt beantwortet wurde. Also das nächste Mal, wenn wir was zu verlosen haben, ihr könnt mir mal sagen... Während wir uns was Schwereres überlegen. Richtig, richtig. Ihr könnt mir mal sagen, ob euch das gefallen hat mit der Frage und ob wir das nächste Mal wieder machen sollen. Und wenn ihr sagt, nee, dann machen wir es trotzdem. Wir hätten in Diablo 3 Beta... nee. Ja, genau. dieses Mal habe ich eine persönliche Frage an euch. Wir haben kein Feedback diese Woche, oder? So richtig? Mhm. Aber ich habe eine Frage an euch. Nämlich, ich habe, bitte gratuliert mir an dieser Stelle, seit dieser Woche einen neuen PC. Und zwar zum ersten Mal seit... Jahren einen spielefähigen PC, wo jetzt nicht nur Minesweeper läuft, das war bislang immer der Fall, sondern wirklich seit 2005 kann ich das erste Mal wirklich auch aktuelle Spiele spielen. Und welches Spiel finde ich nicht mehr aus meiner Spielebibliothek? Crysis. das, was ich nun ausgerechnet mir mal angucken sollte. Nein, aber das kommt jetzt für Konsolen, hast du gelesen? Nee, habe ich nicht, wow. Nein, also, aber jetzt bin ich mal auf eure Hilfe angewiesen, nämlich... Mir ist dann aufgefallen, ich habe die letzten
fünf, sechs Jahre ungefähr, mich dann wirklich auch nicht mehr mit PC-Spielen beschäftigt so richtig, weil, naja, es ging ja halt nicht. Und jetzt habe ich einen tollen Rechner, aber absolut keine Spiele, die ich dafür spielen kann. Und das heißt, ich muss jetzt ein bisschen nachrüsten. Und meine Frage an euch ist einfach, was sind denn eure Lieblings-PC-Spiele so der letzten fünf Jahre, die ihr mir empfehlen würdet? Ihr kennt mich ja mittlerweile auch ein bisschen, ich bin relativ vielseitig, interessiert, also ihr könnt mir Shooter empfehlen, ihr könnt mir Rollenspiele empfehlen, ihr könnt mir Strategiespiele empfehlen, Aufbau, alles. Ich spiele fast alles. Sagt mir mal, was so in den letzten, ja wie gesagt, fünf Jahren ungefähr eure Favoriten waren. Ich habe einen Backlog zwar bis Black and White 1, wie ich immer so schön sage, aber ich würde einfach gerne hören, was ihr so möchtet. Und der Tom, der hat nichts. Das ist so ein bisschen das Problem. Nee. Den habe ich gefragt, was kannst du mir ausleihen? Da hat er mir Drakensang gegeben. Also ich habe ein Steam-Profil voller Spiele, aber so richtig dieses physische Medium ist mir generell nicht so wichtig. Von daher. Ich verabschiede mich auch langsam davon. Aber die, wie gesagt, also sagt mal, zur Abwechslung nicht, sagen wir euch nicht, was wir von Spielen halten, sondern sagt mir mal, was ihr von PC-Spielen haltet die letzten fünf Jahre. Was könnte ich da so spielen? Was würde mich flashen? Nicht mehr zu nennen sind Empire, Total War und Drakensang. Das sind die einzigen. Vielleicht ein paar Multiplattform-Titel? Ja, also natürlich die Multiplattform sind, die habe ich in der Zwischenzeit natürlich meistens gezockt. Aber es gibt ja, wie gesagt, gerade im Strategie- und Aufbausektor gibt es ja so einige. Und das würde mich mal interessieren. An der Stelle schon mal vielen Dank im Voraus. Und ja, das war's. Dann sagen wir ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und nächste Woche gibt's, was gibt's da? The Hunter, ein Jagd-MMO-Spiel, das ich gerade testen muss. Dann reden wir darüber, würde ich sagen.